Heute geht es darum, emotionale Heilung in dein System zu bringen. Also vor allem Energien und Beeinträchtigungen, die dein Herz schwer machen. Was bedeutet das, dass das Herz schwer ist? Das sind dann oft so Sorgen, die unterhalb des Herzens liegen. Man kann sich das so vorstellen, das Herz ist hier. Und was ist über dem Herzen? Quasi noch Inspiration, Freiheit, Klarheit. Und was ist unter dem Herzen? Das ist dein soziales Feld mit dem Solarplexus, das ist so deine Kindheit und das sind so deine Urversorgungsthemen. Zum Beispiel finanzielle Sorgen, körperliche Beschwerden, Einschränkungen. Und wenn das Herz sich mit so etwas beschäftigt, zum Beispiel du denkst auch an andere recht viel oder machst dir um andere Sorgen, die außerhalb von dir sind, ganz egal, ob die mit dir verwandt sind oder nicht, dann zieht das schon mal das Potenzial deines Herzens nach unten. Und heute geht es darum, diese Verwicklungen zu lösen. Das heißt, das Herz an die richtige Stelle wieder zu heben energetisch und zu öffnen, damit quasi wieder so bedingungslose Liebe spürbar wird und natürlich auch bei dir so diese Öffnung, diese Großzügigkeit zu fließen beginnt. Gut, dann beginnen wir erst einmal. Und mach dir bewusst, während du deine Augen schließt, das Herz hat jetzt nichts mit romantischer Liebe zu tun. Das heißt, heute, wenn ich mit dem Herzen arbeite, hat das nichts mit Romantik oder Liebe zu tun. Nicht im zwischenmenschlichen Sinn. Liebe kannst du vielleicht auf dieser Ebene auch mit Lebensenergie übersetzen. Mit der existenziellen Energie, wenn du so möchtest. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und während du diese Reise beginnst, erlaubst du dir schon, ein Bild von deinem Herzen zu visualisieren. Und stell dir das einfach mal vor wie ein Lebkuchenherz. Also wie ein Lebkuchen in Herzform, der verziert ist, wie du sie vielleicht vom Jahrmarkt kennst, vom Rummelplatz. Und stell dir mal vor, das ist die Energie deines Herzens. Stell dir mal so ein Lebkuchenherz vor. Und stell dir mal vor, das ist die Energie deines Herzens. Dein energetisches Herz und schau mal, wie das ausschaut. Ist das ein schönes Bild oder hast du das Gefühl, dass da vielleicht eine Seite des Lebkuchens ein bisschen trocken ist oder verbrannt ist, dass Teile fehlen? Fühlt es sich leicht an oder eher ausgetrocknet, verhärtet? Was für eine Anmutung hast du von diesem Lebkuchenherz? Und das ist heute so das Symbol für dein energetisches Herz, mit dem du arbeiten wirst. Und du bittest jetzt erst einmal darum, dass sich mal so diese Grundform, diese Lebkuchenform einfach mal heilt. Und was brauchst du dafür? Vielleicht brauchst du Liebe. Vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit, dass der Lebkuchen ein bisschen formbarer wird, wieder Flexibilität vielleicht. Vielleicht ein bisschen Frische und Erneuerung. Vielleicht einfach einmal Heilung, Ausgleich und Vertrauen. Und ganz viel Abgrenzung. Und erlaube dir mal, jetzt alte Enttäuschungen von diesem Lebkuchenherz rauszureinigen. Es sind vielleicht so kleine Einschlüsse oder verbrannte Stellen. Also alte Enttäuschungen von diesem Lebkuchenherz rauszunehmen. Und das sind oftmals so soziale Enttäuschungen. Vielleicht bist du mal von einer Partnerin, von einem Partner enttäuscht worden, Arbeitskolleginnen.
Ganz egal, wo diese Enttäuschung herkommt, erlaube dir jetzt, dass diese Enttäuschungen aus diesem Herzen, aus diesem Lebkuchenherzen gereinigt werden. Da werden so dunkle Stellen, dunkle Fragmente herausgearbeitet und durch frischen, saftigen Lebkuchenteig ersetzt. Und vielleicht kommen dir auch Bilder zu diesen Stellen. Vielleicht spürst du ja da eine Verbindung zu irgendjemandem, wo du noch das Gefühl hast, dass da was steckt. Und das lässt sich jetzt ganz leicht lösen. Es fließt generell so diese Energie des sich selbst und anderen Vergebens rein. Ich vergebe mir selbst und anderen. Und du erlaubst dir jetzt, dass diese Enttäuschungen aus diesem Bild des Lebkuchenherzens rausgelöst werden. Du spürst, dass das Lebkuchenherz flexibler wird, offener wird, freier wird. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir das Bild dieses Lebkuchenherzens ein bisschen immer wieder so abhanden kommt, dann mach dir keine Gedanken. Bleib einfach dabei. Du musst es gar nicht so visualisieren. Es geht nur darum, dass du die Qualität hältst. Denn so ein Bild verändert sich natürlich relativ schnell, wenn du damit arbeitest. Und deshalb ist es schwierig, das Bild zu halten. Also bleib einfach bei der Qualität dabei. Das heißt, soziale Enttäuschungen werden aus deinem Herzen gelöst. Und wir brauchen jetzt mal Frieden, Zufriedenheit und Liebe. Und nun erlaubst du dir auch gestaute, alte Gefühle, die du nicht mehr brauchst. Ich nenne sie jetzt mal Sentimentalität, dass die Sentimentalität sich löst. Sentimentalität wird nun aus diesem Herzen, aus dem Lebkuchenherzen abgesaugt. Das ist vielleicht wie ein Dunst, wie ein Nebel, irgendwas Verwaschenes. Das wird da jetzt abgesaugt. Und du spürst, wie dein Herz klarer und freier wird. Und nun leg dir archetypisch die gute Mutter, wenn du möchtest Marienenergie, aber archetypisch die gute Mutter eine Hand auf deinen Rücken in der Höhe deines Herzens und schick dir bedingungslose Liebe. Und in dieser bedingungslosen Liebe kannst du jetzt die Verzweiflung deines Herzens lösen. Vielleicht ist es eine alte Verzweiflung, eine alte Ohnmacht, die du aus der Kindheit noch gespeichert hast. Eine Schulerinnerung, eine Erinnerung an Kindheitstage aus dem Familiensystem. Da wird jetzt Verzweiflung und Ohnmacht wird da jetzt rausgelöst. Und du spürst, wie sich das Bild des Herzens weiter verändert und reinigt. Und diese Verzweiflung lässt dich natürlich auch an dir selber zweifeln. Das heißt, Selbstzweifel dürfen jetzt aus deinem System, aus diesem Bild des Lebkuchenherzens rausgenommen werden. Selbstzweifel reinigen sich raus und werden transformiert. Und du spürst, dass dieses Herz jetzt eine wunderbare, heilende Energie schon bekommt, dass es immer friedlicher wird.
Und nun dürfen sich alte Glaubensmuster, die sich vielleicht mal ins Herz eingetragen haben bei dir, transformiert werden. So ein Glaubensmuster wäre, ich bin nicht wert, geliebt zu werden zum Beispiel. Oder ich werde nicht wirklich verstanden, ich bin immer alleine. Egal, was da für Sätze sind, welche da erscheinen, die werden jetzt rausgelöst und raustransformiert. Und nun kommt noch ein großer Satz, der in ganz vielen Herzen gespeichert ist. Und das ist der Satz, ich kann nicht auf eigenen Beinen stehen, ich bin abhängig von anderen. Ich kann nicht auf eigenen Beinen stehen, ich bin abhängig von anderen. Ob das eine emotionale Abhängigkeit ist, eine finanzielle Abhängigkeit, erlaube dir jetzt, diesen Satz zu lösen. Ich kann nicht auf eigenen Beinen stehen. Ich bin stets abhängig von anderen. Und dieser Satz wird nun transformiert in einem violetten Licht, in einem violetten Feuer und wird von deinem Herzen rausgenommen. Du atmest mal tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir jetzt zu erkennen, dass die Energie deines Herzens noch feiner geworden ist, noch höher schwingender geworden ist. Und nun werden noch Traumata aus der Kindheit, gespeicherte Erfahrungen, gespeicherte emotionale Eindrücke aus deinem Lebkuchenherz, aus diesem Herzzentrum, aus diesem Liebeszentrum entfernt. Und du spürst in diesem Augenblick, wie du dich selber erhebst, wie sich dein Brustraum hebt, wie du freier wirst, wie du offener wirst. Und vielleicht hast du das Gefühl, leichter zu werden und zu wachsen. Und in diesem Augenblick ist es fast so, als würde dein Blick, dein Kopf eine dichte Wolkendecke durchbrechen und du siehst klares, strahlendes Licht. Und du spürst auf einmal, dass du erhaben bist. Erhaben über die Verwicklungen und Stressfaktoren der Welt, der kleinen emotionalen Welt. Und dass du dich ganz klar in deine Weisheit, dein Licht hineinverbindest und der höchsten Liebe eingebunden bist. Du spürst jetzt Licht in dir und Licht um dich herum. Einen perfekten Kreis, eine perfekte Klarheit und Liebe. Alle Unsicherheiten der Vergangenheit lösen sich auf und du spürst, dass du stabiler wirst, dass du klarer wirst und dass auch Aspekte, irdische Aspekte, konkrete Aspekte durch dein Herzzentrum in Heilung geraten. Körperliche Aspekte, soziale Aspekte, Bilder deiner Kindheit geraten jetzt in die Heilung, kommen in die Heilung.
und du spürst, wie du innerlich und auch äußerlich aufblühst. Du spürst, dass auf deinem Herzen Liebe geschrieben steht. Liebe in der reinsten Form. Und du atmest dieses Gefühl dreimal tief ein. Und du spürst, dass es gut ist. Du bist in einer absoluten Harmonie. Und bist ganz in dir zentriert. Dein Feld reinigt sich auch nach dieser Meditation noch weiter. Deine Liebe fließt hindurch vom Solarplexus runter noch durchs Nabelchakra, durchs Wurzelchakra in die Erde. Und du spürst deine Unendlichkeit und dein göttliches Potenzial. Bedanke dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung. Spüre die erhabene Energie, die durch dich fließt. Und erlaube dir nun, dieses geheilte Herz, diese hohe Energie zurück in dein Alltagsbewusstsein mitzunehmen. Und du spürst, dass du dieses Licht, diese Klarheit, dieses Bewusstsein mitnimmst, auch während du dich streckst und deinen Körper bewegst. Und du öffnest deine Augen, atmest nochmal tief ein und wieder aus, bedankst dich nochmal bei der geistigen Welt, bei der Lebensenergie, spürst nochmal etwas nach und kommst dann ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie war diese Meditation für dich? Wie ist es dir gegangen? Wie fühlt es sich denn an? Hast du gespürt, was alles in Bewegung gekommen ist? Ich freue mich schon auf deine Erfahrungen. Schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal. Komm gerne mal auf eine Sitzung vorbei oder buche einen Termin online. Ich freue mich natürlich und ich wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal.